Seit mehreren Monaten dauern die Proteste im Iran an. Die Menschen fordern einen Sturz des Regimes, Mitbestimmungsrecht und demokratische, freie Wahlen. Denn in der Islamischen Republik gibt es zwar Wahlen, der Präsident und das Parlament werden alle 4 Jahre vom Volk gewählt, aber demokratisch sind diese Wahlen nicht. In der Islamischen Republik steht der religiöse oberste Führer über allem. Und er ist nicht vom Volk gewählt. Er kontrolliert alle Bereiche und bleibt auf Lebenszeit im Amt. Also, wie funktioniert diese Mischung aus Theokratie und Republik? Welche Organe haben die Macht über wen? Und warum ist das politische System im Iran so resistent gegenüber Reformbewegungen? Die Staatstheorie für die Islamische Republik entwickelte Ruhollah Khomeini. Er war Revolutionsführer der Islamischen Revolution 1979 und selbst danach 10 Jahre lang Staatsoberhaupt. In Khomeinis Konzept des Wilaya al-Faqih, was so viel bedeutet wie Herrschaft des Rechtsgelehrten, steht der oberste Führer oder Religionsführer an der Spitze des Staates. Er herrscht in Vertretung des 12. Imams Mahdi. Die 12 Imame sind im Schiitentum die einzig legitimen Nachfolger des Propheten Mohammed. Mahdi, der 12. Imam, gilt als eine Art Messias, der im Verborgenen lebt und irgendwann zurückkehren soll, um Mohammeds Werk zu vollenden. Und so lange soll der oberste Führer als Vertretung herrschen. Man sollte wissen, dass das ein System ist, das von Khomeini erfunden wurde. Also viele glauben, das ist ein altes schiitisches System und alle Schiiten wollen dieses System. Das ist völlig falsch. Als Khomeini das ausarbeitete, war er übrigens im irakischen Exil in Najaf und bei weitem nicht alle berühmten Mullahs dort und Ayatollahs haben dieser Idee gefolgt. Also manche lehnen das auch noch immer jetzt ab. Also man sollte nicht von dem schiitischen System sprechen, sondern wirklich, das ist, kann man Khomeinismus nennen. Seit Khomeinis Tod 1989 bekleidet dieses Amt Ali Khamenei. Er gibt als oberster Führer die politische Leitlinie des Landes vor. Er entscheidet über die Führung der regulären Streitkräfte und der mächtigen Revolutionsgarde. Dieser untersteht auch die millionenstarke Freiwilligenmiliz der Basijis. Die Basij-Miliz ist unter anderem auch dafür zuständig, dass die aktuelle Revolutionsbewegung brutal niedergeschlagen wird. Der oberste Führer ernennt aber neben der militärischen Führung auch den obersten Richter und kontrolliert die Staatsmedien und alle anderen Institutionen. Man kann sagen, er hat die ganze Macht. Also man muss sich das wirklich vorstellen, das ist ja nicht nur eine Person, sondern ein ganzer Apparat. Also dieses Büro ist riesig, wie ein Superkanzleramt. Und alle Institutionen sind irgendwie miteinander verknüpft und es ist ein System, das sich selbst nähert und es gibt nichts, wo er eben nicht die Kontrolle hat. Also das sind alle politischen Institutionen und alles, was für den Staat irgendwie wichtig ist. Das ist die theokratische Seite. Neben diesem obersten Führer gibt es aber auch gewählte Organe, den Präsidenten, das Parlament und den sogenannten Expertenrat. Das Präsidentenamt ist das zweithöchste Amt in der Islamischen Republik. Der Präsident wird alle 4 Jahre vom Volk gewählt. Aktuell ist das der ultrakonservative Ibrahim Raisi. Er muss die vom obersten Führer vorgegebene Politik umsetzen und ein Kabinett bilden. Die wichtigsten Ressorts wie Verteidigung, Innen- und Außenpolitik und auch den Geheimdienst kann er aber nur in Abstimmung mit dem obersten Führer besetzen. Der Präsident ist also ein reiner Regierungschef mit beschränkter Macht. Das letzte Wort hat auch hier der oberste Führer. Es gibt zum Beispiel einen Fall von Ernennungen unter diesem berühmten Präsidenten Ahmadinejad, wo er versucht hat, seine Entscheidungen durchzudrücken und wie das wirklich zu einem massiven Konflikt mit dem obersten Führer führt. Und man kann raten, wer gewonnen hat. Natürlich gewinnt immer der Oberste. Auch das Parlament wird alle 4 Jahre gewählt. Es stimmt über das Budget ab und beschließt Gesetze. Alle 8 Jahre wählt das Volk außerdem den sogenannten Expertenrat. Der besteht aus 86 Mitgliedern. Dieser Rat hat eine wichtige Funktion. Er ernennt den obersten Führer. Theoretisch soll er ihn auch überwachen und kann ihn sogar absetzen. Das gilt aber als sehr unwahrscheinlich. Gerade jetzt ist der Expertenrat wieder von großer Bedeutung, denn der amtierende Religionsführer Khamenei ist schon 83 und krank. Wir sind in einer Phase, wo es jederzeit nötig werden könnte, eine neue Führung zu bestimmen. Und da käme dieser Rat zum Zug.
Interessant ist, dass es in den letzten Jahren sehr wohl Überlegungen gegeben hat, ob in Zukunft vielleicht die Islamische Republik nicht von einer Person, sondern von einem Gremium von Rechtsgelehrten geführt werden könnte. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass Khamenei eben die letzte Regierung so bilden ließ und den Präsidenten so ausgewählt hat, dass wirklich alles in seinem Sinne passieren wird und dass wirklich alles kontrolliert vonstatten geht und wahrscheinlich der Kandidat gewählt wird, den er haben will, auch wenn er schon tot ist. Präsident, Parlament und Expertenrat werden also alle 4 bzw. 8 Jahre vom Volk gewählt. Warum sitzen in den Ämtern und Gremien dann fast nur Konservative, die die Linie des obersten Führers mittragen? Weil es noch ein weiteres entscheidendes Organ gibt, den sogenannten Wächterrat. Er besteht aus 12 Personen, 6 Theologen, die der oberste Führer direkt ernennt, und 6 Juristen, die vom Parlament gewählt werden. Diese 6 Juristen können aber nur vom obersten Richter vorgeschlagene und abgesegnete Personen sein. Und der oberste Richter wird ja auch vom obersten Führer ausgesucht. Das heißt, die Mitglieder des Wächterrats stehen in der Regel ideologisch im Einklang mit dem obersten Führer. Das ist wichtig, denn der Wächterrat hat fast überall ein Vetorecht. Alle Beschlüsse des Parlaments werden vom Rat auf Verfassungskonformität geprüft und müssen deckend mit den Leitlinien des Islams sein. Wenn es zwischen Wächterrat und dem Parlament zu einer Pattsituation kommt, schaltet sich ein weiteres Organ zum Vermitteln ein: der Schlichtungsrat. Die 35 Mitglieder des Schlichtungsrates werden direkt vom obersten Führer bestimmt. Die wichtigste Funktion des Wächterrats ist aber, eine Vorauswahl für die Wahl des Präsidenten, Parlaments und Expertenrats zu treffen. Der Wächterrat entscheidet also bei jeder Wahl, wer überhaupt antreten darf und damit auch, wer in die entsprechenden Ämter kommen kann. Die WählerInnen haben also meistens die Wahl zwischen ultrakonservativen und konservativen Kandidaten. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen haben sich 592 Personen beworben. Nur 7 überwiegend konservative Bewerber hat der Wächterrat überhaupt zugelassen. Ein Kandidat wäre gewesen der frühere langjährige Parlamentspräsident. Also ein Präsident eines iranischen Parlaments, der dann vom Wächterrat für die Kandidatur rausgeworfen wurde, weil er eben nicht gepasst hat. Also übrig geblieben sind eben nur ein paar Männer, die teilweise, hat man gewusst, zu schwach sind für die Wahl, also die keine Chancen hatten. Also es war eine völlig gesteuerte, kontrollierte Wahl. Gewählt wurde 2021 dann eben der Erzkonservative Ibrahim Raisi mit einer Wahlbeteiligung von 48,8%. Bei diesen Wahlen war die Wahlbeteiligung so gering wie noch nie, weil die Iraner sagen, wozu gehen wir da hin? Also das Ergebnis steht schon fest. Und darum also wird immer wieder auch spekuliert, dass das System, also wenn sie diese Wahlen abschaffen oder einen Präsidenten abschaffen oder auch den Präsidenten vom Parlament wählen lassen, ist auch kein Unterschied. Wie wenig Veränderung dieses politische System zulässt, zeigt auch die Zeit um die Jahrtausendwende. Mit Mohammed Khatami wurde 1997 ein gemäßigter islamischer Intellektueller Präsident. Er wollte Reformen vorantreiben für Menschen- und Frauenrechte, eine offenere Außenpolitik und gegen mediale Zensur. Und im Parlament, das ab 2000 mehrheitlich mit Reformen besetzt war, hatte er dafür Rückhalt. Aber der Wächterrat blockierte die Gesetze der Regierung Khatami und machte manche, die schon umgesetzt waren, wieder rückgängig. Der oberste Führer lässt Reformbewegungen im Iran immer nur bis zu einem gewissen Grad zu, um einen Anschein von Mitbestimmung zu vermitteln. Khamenei, also der geistliche Führer, war aber schon früher ganz gut mit das auszugleichen. Also wenn der Druck zu groß war, hat er ein bisschen was zugelassen. Wie einem Wahlkampf von Rouhani 2013 mit dem Symbol des Schlüssels, was ja auch für Öffnung steht. Und sobald das da war, haben schon wieder die Hardliner irgendwas bekommen. Also er hat immer so ein bisschen ausgeglichen, nur dieser Ausgleich ist jetzt weg, es geht nur mehr so im Moment. Und das ist natürlich der Moment, wo die Menschen auch die Hoffnung verlieren und sagen, es wird sich nie was ändern. Fassen wir zusammen. Es gibt theokratische und zumindest ansatzweise demokratische Elemente im politischen System des Iran. Das letzte Wort hat aber immer der oberste Führer. Einerseits direkt durch seine ausgedehnte Macht. Er kann in vielen Bereichen einfach selbst entscheiden. Andererseits über Gremien und Positionen, die er mit seinen Anhängern besetzen kann. Dass sich innerhalb dieses Systems schwer ein großer Umbruch erringen lässt, wissen auch die Menschen, die seit September täglich auf den Straßen im Iran demonstrieren. Deswegen fordern sie auch keine Reformen mehr, sondern einen Umsturz des Systems.
Verfolgt ihr die Proteste? Glaubt ihr, dass die Protestierenden Erfolg haben können? Und welche Rolle spielen die Solidaritätsbekundungen von außen? Was meint ihr? Schreibt eure Gedanken gern unten in die Kommentare. Teilt dieses Video und passt auf euch auf.